Dieses Spiel kommt wirklich von Herz und Seele. Und der Donner macht mir Angst. Ernsthaft, also in letzter Zeit ist das Wetter in Baden-Württemberg echt am Arsch. Aber hey, da kann man jetzt echt nichts machen, da muss man halt sich durchbeißen. Es sei denn, jetzt schlägt so ein richtiger Donner ein. Weil ich sehe ja die Blitze nicht, ist ja alles abgeriegelt hier. Vor Dieben geschützt. Ja, jetzt fragen sicherlich viele, was hast du denn gegen Diebe? Die sollen doch alle bei dir reinkommen. Das ist sowieso viel zu viel. Denke ich mir dann so, was... What is with your... What's wrong with your brain? So, mehr gibt's nicht. Okay, dann müssen wir halt den letzten Eingang verwenden. Also mir wäre es ehrlich gesagt auch lieber, wenn wir wieder mit den ganzen VMs zurückkehren, weil ich weiß nicht. Das wirkt mir alles so ungeheuer. Dieser Berg hat mich schon immer genervt. Aber es gibt doch was ganz Cooles, was man sich holen kann, wenn man das wirklich als cool bezeichnen kann. Cool, wir können so einiges Cooles anstellen, wenn wir dann alles haben. Vor allen Dingen jetzt erstmal der Superschutz, der ausgeht. Und hier können wir dann anscheinend gar nichts machen, oder? Sieht ganz danach aus. Hä? Dann was ist dann mit dem... Was ist dann mit dem anderen? Achso, wir haben den Eingang dazwischen noch nicht besucht, okay. Was denn, wenn wir jetzt in den Zwischeneingang gehen? Ich hab grad gedacht, das ist doch der Zwischeneingang, den wir da vorher gesehen haben, aber... Also, bescheuerter kann man den Tunnel, glaube ich, nicht machen. Oder einen Berg. Das ist ja kein Berg, Leute. Was ist... Was ihr als Berg bezeichnet, das ist ein Witz. Achso, natürlich der Mittelweg. Ich verstehe. If everything is going insane, you should take the golden in between. Kann man das so sagen? Aber es ist sowieso wieder was Verenglischtes, was eigentlich aus dem Deutschen kommt. Oh Gott, nervt mich nicht mit eurer verdammten Logik. Also ein gewisses Grundkonstrukt verstehe ich schon. Die Mitte führt zu den meisten geilen Sachen. Das ist klar. Also die meisten Items kann man hier auf Anhieb holen. Da braucht man keine besonderen Superkräfte oder sowas in der Art. Okay. Das macht die Größe von diesem Konstrukt irgendwie Angst. Und das Wetter natürlich. Warum? So, Carbon. Unfassbar, was man hier alles findet. So, jetzt haben wir noch einen Superschutz. Bin mal gespannt, haben wir vielleicht schon einen Topschutz bekommen irgendwie? Weil, könnten wir gebrauchen. Nee, wir können aber flüchten. Wir haben also jederzeit das One-Way-Ticket to the outside. Also sollten wir benutzen. Es lässt sich auf jeden Fall empfehlen. So, also alleine wenn ich den Weg jetzt schon lang gehe,
Ah ne, da können wir gar nicht lang. Guckt mal, da muss man von der anderen Seite auskommen. Hanni, das bringt ja überhaupt nichts. Das ist ja. Das führt ja sowieso nur zum Ausgang. Also, ihr wollt einen Ausgang haben, dann kriegt ihr den Ausgang natürlich auch. Ja, ansonsten. Glaube, so allzu viel lässt sich jetzt nicht mehr machen. Wir können sogar nochmal versuchen, da nach hinten zu kommen. Wir haben dann auf jeden Fall das Fluchtseil für unser, also unser One-Way-Ticket. Ja, ich riskiere es. Wobei, das klappt noch, das klappt noch. Ja. Ich lasse mich gerne einmal stören. Wenn es die einzige Störung ist, dann danke. Also mehr kann man jetzt aktuell da auch nicht machen. Das ist halt hier auf die Verzweiflung des Spielers ausgelegt. Ich verschwinde dann mal. Also muss schon den Grund haben, warum man hier ein Fluchtseil findet. Unter anderem auch, weil wir noch kein. Weil wir noch keinen Schaufler haben und wir werden es auch nicht bekommen, weil ich nicht weiß, wo wir es bekommen. Ach Mann, stört mich doch nicht kurz vorm Ufer. Ich hätte es ja geil gefunden, hätten wir irgendein legendäres Pokémon darin versteckt. Aber so ist es halt. So kriegt man halt nur einen Rabauz. Das ist halt der schlussendliche Lohn dafür, dass man diese Höhle durchsucht. Die muss man wirklich gründlich untersuchen und ja, ich verstehe auch nicht, warum baut man diese Höhle da hinten? Jeder kann sie besuchen, man kann da eigentlich schon viel machen, aber da wird man doch aufgehalten, weil man halt noch keinen Kraxler hat. Ja. Schlussendlich, also ich muss ja sagen, es gibt ja unnötige VMs auf dieser Welt, aber eine VM hat das wirklich übertroffen und das ist Whirlpool. Whirlpool ist nur in Gold, Silber, Kristall, Hardgold und Soul Silver eine VM. Okay, Kraxel ist dann eigentlich auch unnötig, aber da waren es wenigstens noch ein paar Editionen mehr, oder? Ne, waren auch nur 5. Aber ja, bei Kraxler hatte man wenigstens mit einer Zukunft gehofft, wie soll ich sagen. Man hat gehofft, dass daraus was wird. Und ja, warum gehe ich jetzt eigentlich nicht einkaufen? Bin ich eigentlich nicht zuerst einkaufen gegangen, weil das ist vielleicht wertvoller gewesen für uns alle, wahrhaftig. Setzen wir mal die Finsterfaust ein. Okay, das ist jetzt nichts Neues. Also ich tue gerade so, als wäre das was Neues, aber es ist nichts Neues. Das war es auch nie und das wird es auch nie gewesen sein. Das ist und war schon immer dein Schicksal. Aus welchem Film habe ich das geklaut? So, jetzt sind auch die EP-Sachen stockend, weil ja alles irgendwie so leicht ist. Ja, warum sind die Trainer denn so leicht und dann kommt plötzlich so ein Arena, der irgendwie The Bash auf die Kate einsetzt? Ball of the Century? Oder, ach, nennt's wie ihr es wollt. Also, die letzten 5 Parts, die waren echt unterhaltsam. Also, hat mich echt gefreut, die zu kommentieren. Das ist erstaunlich. Ja, so stelle ich mir das Ganze doch eher vor. Gut, gehen wir nochmal zurück. Aber man bekommt generell von den Trainern relativ wenig. Dann, was will man sich davon kaufen? Es geht doch nur noch heutzutage ums Kaufen, 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 Profitieren, 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 Profitieren.
So, auch hier gibt es keinen Laden, was mich sehr beängstigt. So, und der hält, glaube ich, auch auf, in diese Richtung zu gehen. Ja, hey, komm, sollst du mir einen Wutkeks kaufen? Im Angebot, ja, Wutkeks. Ich weiß nicht, es gab in Dingbad Lavastadt gab es eigene Lavakekse. Die sind ungefähr genau dasselbe, und das anders heißen. Wie meinen, du kannst irgendwo in diesem Zimmer einen Luftzug pfeifen hören? Das das bin ich. Ja, ich pfeife, aber ist ja vollkommen egal, will ich nicht etwas kaufen. Oh Mann, man kann ja einen Mini-Pilz kaufen, einen Pokéball und einen Trankspitze. Oder du? Ja, kann man doch einen Ladenhüter, ja, gerade das will jeder haben. Wir können ja sowieso fliegen, also hole ich mir geschwind das, was ich brauche, in einer anderen Stadt. Naja, wer fliegt denn nochmal? Muss ich immer wieder überprüfen. So. Ja, Teak City, die Stadt, die mich zum Pokémon-Spielen gebracht hat. Ich finde es auch von der Melodie her sehr schön, die da gespielt wird. So, dann kaufen wir jetzt mal ein bisschen Hypertränke. Wobei, ja, es gibt Ausgaben, die sind sinnvoller. Ja, einfach mal 10 mal davon was. So, hier haben wir ja irgendwie was. AP Plus mag ich ja nicht so sehr. Habe ich ja schon meine Meinung dazu kundgetan in einem anderen Video. In einem anderen Part. Nennt wie ihr es wollt. So, ansonsten können wir alles behalten. Das ist auch so dumm. Irgendwie kann man nur. Wobei Mini-Pilz. Nicht Mini-Pilz. Nugget. Nicht Mini-Pilz. Was laber ich da? So. Wobei, Mini-Pilz können wir auch verkaufen. Gibt ja immerhin 250, also daher. Alles andere, Hackattacke, ja, Spitze. Da halten wir das einfach. Halt mal, ich habe die Holzkohle komplett vergessen. Wir müssen nochmal nach Azalea City und ich muss ja was einkaufen. Das geht so nicht. Das geht nicht! Das ist unmöglich. Der Herr. Alles andere, mit allem anderen könnt ihr mich wirklich am Arsch lecken. Sorry, also ich muss jetzt hier gerade mal ein paar Kraftausdrücke fallen lassen. So, wo geht's nochmal? Nach Azalea City. Da fliegen wir hin. Gut, wir erhalten ja sowieso demnächst den tollen EP-Teiler, der zum Ende des Spiels ja noch richtig was rausholt. Ihr glaubt's nicht. Ah ne, da muss man gar nicht hin zu diesem Kauz. Das sieht ja echt so aus wie ein Kauz. Kein Charakter ist so gestaltet wie der in dem Spiel. So, du hast Team Rocket vertrieben, ja. Das Wumm, ne? Würdest du in eine Leere gehen? Nein. Ja, danke schön, Holzkohle, ja. Vom Typ Feuer wird was verstärkt, Holzkohle. Ich denke mal, da wird Arkai keine. Den EP-Teil nicht bekommen, beziehungsweise spielt das sowieso keine Rolle. Geben. Ja, ich hole es cool zum Tragen. Ja, soweit, so gut. Ich fliege uns jetzt nochmal nach Mahogunia City und dann beende ich den Part, Leute. Dann muss die Kamera aber auch wieder laden. Oder ja, muss eigentlich erst morgen, weil ich werde auch das Handy ausmachen. So. Dann freue ich mich, morgen wieder darauf aufzunehmen, wenn ich nicht irgendwas für die Schule tun muss, weil morgen geht es wieder richtig los. Also hatte ich ein paar entspannte Tage. Aber so, lassen wir das erstmal stehen. Bis zum nächsten Mal und ciao, meine Freunde.